seid. Wir sind unglaubliche 1000 Menschen heute. Zwei, drei, vier, fünf. Ein Mensch floh in den Jahren 2008 bis 2015 pro Sekunde aufgrund von Naturkatastrophen. Zwei Menschen alle zwei Sekunden. Drei alle drei, vier alle vier, fünf alle fünf. 203 Millionen Menschen, das sind ungefähr so viele wie Deutschland, die Türkei und der Irak zusammen Einwohner haben. Doch was bringen uns noch Zahlen, wo wir doch schon kennen all die Qualen? Die Menschen verdrängen sie, zwingen Haus und Heimat zu verlassen, nicht weil sie unbedingt wollen, doch weil sie keine andere Möglichkeit haben. Und wo ich all die bemalten Schilder hier sehe, werde ich ein bisschen traurig. Es sind nicht die Schilder selber, vielmehr die Menschen, die sie sehen und sich denken, Fridays for Future, daran glaube ich nicht, so ein Quatsch. Es sind vielmehr die Gleichaltrigen, die dem Fernsehen nachreden und sagen, Fridays for Future, die sind doch nur da, weil ihnen gerade der Stundenplan nicht passt. Es sind die Alten, die sagen, Fridays for Future, wir haben so viel verkackt, die es sehen und doch nichts mehr ändern, sondern es einfach uns überlassen. Vor allem macht mich traurig, dass es so wirkt, als sei es nur unser Problem. Das Problem der Kinder, der Jugend, der jungen Erwachsenen. Denn so ist es doch, wir sind hier, demonstrieren, fordern auf, nicht die. Und während wir noch über die B51 fahren, schaut man uns glatt verstört an. Manchmal denke ich, wir Menschen leben auf anderen Planeten. Denn während viele uns belächeln, dumm darstellen, uns unrealistisch nennen, kämpfen wir auch für sie. Dabei hätten sie es eigentlich gar nicht verdient. Wir kämpfen nicht nur für die Kinder, die Jugend und die jungen Erwachsenen, wir kämpfen für alle. Selbst für die, die es nicht sehen. Glaubt man nicht, dass ein paar Veganer die Welt retten können. Es gibt Menschen, die haben ganz andere Sorgen als den Klimawandel, wird mir manchmal gesagt. Dann schweige ich. Dann schweigen alle, die hoffen, weil wir wissen, dass das nicht stimmt. Und weil wir auch wissen, dass trotzdem viele so glauben. Was gibt es für ein größeres Problem als unser Überleben? Ist es nicht ironisch, wie manche hier in Deutschland leben, denken sie, hätten das Leben begriffen, sie existieren nur für sich selber, reden sich ein, das Beste zu geben, wie sehr ich es doch verabscheue zu hören? Ich will nicht, ich kann nicht, ich weiß nicht. So eine Person steckt auch in mir, in dir, in jedem von uns. In manchen ist sie größer und in manchen kleiner. Wissen und nichts tun ist wie nichts wissen, hat der Dalai Lama einmal gesagt. Was mich traurig macht, ist dieser starke Unterschied, dieser Kontrast, den wir täglich ziehen. Zwischen arm und reich, wissend und unwissend, gut und böse. Doch trotz anderer Erfahrungen in unserem Leben haben wir eins alle gleich. Und das macht uns glücklich, das stärkt uns. Das lässt uns zutiefst glauben, dass wir die Welt gemeinsam heilen. Nahezu jeder Mensch möchte verstanden werden, respektiert und toleriert werden. Wir alle wollen geliebt werden. Ob es jetzt der AfD-Heini ist, der All-Inclusive-Hotel-Tourist, deine Oma, der geizige Nachbar, die Influencerin oder du selbst. Hier bei Fridays for Future geht es um mehr als um Greta Thunberg oder 1,5-Grad-Forderung. Es geht um eine ganze Welt. Wir sind niemandem ausgeliefert, wir bestimmen selbst. Und wenn das nächste Mal jemand etwas gegen Klimaschutz erzählt, dass wir schon ganz schön radikal sind, dann frag ihn mal, ist das nur meine Welt oder auch deine Welt? Es sind nicht wir gegen die Politik oder wir gegen die Mächtigen, es sind wir gegen Unwissenheit, Bequemlichkeit und gegen Hass. Wir sind in der Lage, uns gegenseitig zu beschützen. Mit wir meine ich alle, alle Menschen. Umweltschutz ist kein Verzicht, ist erst eine Bereicherung. Denk an all die großen und grünen Wälder, denk an tausend und abertausend Tierarten, denk an all die Farbenfrohheit, an riesige Wasserfälle, an die Berge, an das unendlich weite, warm umschließende Meer, denk an all deine Erinnerungen, was wir bereits von der Natur lernen.
Denk daran, wie du mit jeder Handlung sagen kannst, ich habe der Welt und damit allen Lebewesen etwas Gutes getan. Wir haben nicht nur die Pflicht, sondern auch das Recht, unseren Planeten zu schützen. Denn er gibt es uns hundertfach zurück, ob es uns interessiert oder nicht. Was uns stärkt ist, die Wahrheit findet am Ende immer ans Licht. Diese Wahrheit sehe ich in uns. Danke, dass es euch gibt.